Ja, en lavine af begejstring har bredt sig til alle hjørner af vores alles dejlige planet, Jorden. Dette skyldes modtagelsen af CBC Worlds store julekrimiserie, Juleadvokaterne. Tredje afsnit kommer her og nu på din kanal. Ihr seid von dem Hacken heruntergenehmt. Die Jungen in interne Affären sind auf Weihnachtsurlaub aufgereist. Und Barney und Clint, ich habe euch ausgekuckt, Schweinehunde. Nein, er ist im Rathaus. Tschüss. Du bist stief geworden. Oh, ja. Aber warum? Du hast gerade bitte, bitte gesagt. Ich weiß, was ich gehabt sagt. Und ich habe gesagt, doch, doch. Und nun bist du mehr stief geworden. Ja. Aber was ist mit all dem bitte, bitte? Der Rechtsstaat ist überall in die bitte, bitte doch ganz groß gehievt. Ich bin die Staatsanwalt. Ja. Und ich bin der Verteidiger. Und du hast Familie. Ja. Und Kinder geworden sein. Ja, und die Rechtsverhandlung ist nun zu beginnen. Oh. Ah. Erinnern die Wörter von dem Kriminalkommissar, kein Tummel und Bummel. Hab ich vorher Tummel und Bummel gemacht? Ha! Ah! Hey. Hände hoch noch einmal! Am Boden, du hey. Scheiße! Das. Ja, ohne Hände! Hey, in die Hände, in den Bach und ich nehme das und das und das! Und das, du Scheiße! Tasche, du blöde, schwarzhörnende Fleischkopf! Und blöde, Jump, du bist angehalten, du Scheiße! Au! Und das und das und das! Er ist tot! Was hast du getan? Ah. Komm. Doch. Diese blöde Weihnachtsrechtsverhandlungsprozess, scheiße, schmeiße, weiße, ist hiermit geöffnet. Ausputzen. Versammelt deine Scheiße und weitermachen. Will it ever be Christmas again? I can see the doubt in your eyes. Diese TV-Serie, gebaut von verschiedenen Weihnachtskriminalität, ist Fiktion, 100%. Alle Gleichigkeiten mit früher oder lebenden Personen, Stellen oder wirklich Weihnachtskriminalität übereinkam, ist alles Quatsch.